So, und weiter geht's. Also, die Ereignisse werden immer mehr. Dann unsere Weltmeisterschaft hat begonnen. Jetzt machen wir mal schnell hier. Machen wir einen blinden Kampf. Ja. Sechs Mann. Also machen wir mal zwei Fernkämpfer. Unsere starken Zehner. Oder warte mal. Wollen wir mal ihn dazu nehmen? Ah, was hat denn der jetzt an Erfahrung bekommen? Wie viel war der jetzt vorher? So, die können wir aufwerten. Das ist sehr gut. Warte mal, Intelligenz um 30. Das werden wir jetzt dann aber unsere. Oh, nee. A troll has blocked the bridge for the past few Ach so, jetzt warte mal. days. He Könnt won't let man us cross unless we pay his toll. And each day we must pay again. So as folk did the thing. Na, das ist natürlich jetzt blöd. Wenn wir das nämlich jetzt nicht schaffen, dann haben wir jetzt Kämpfe für die Meisterschaft verloren. An important associate of mine will arrive soon. But rumor tells that a group of bandits await him at the bridge. I believe they aim to intercept and eliminate them first. Sechs. Ja. Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ah, da wäre natürlich sie verdammt gut. Wir dürfen aber keine Gladiatoren verlieren. Wir brauchen die für die Meisterschaft. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben keinen verloren. So, Belohnung. Wir bräuchten aber jetzt wirklich diese Kristalle. Erhöht die Intelligenz und Gesundheit. Die Stärke. Komm, wir nehmen das. So. Dich werden wir erhöhen. Das mit dem blöden Hinfahren hier bei dir. Wen haben wir noch? Hey, warte mal, der hat sau wenig Gesundheit hier. Jetzt warte mal, wo können wir noch da? Intelligenz um 7. Jetzt wollen wir mal das weghauen und geben ihnen lieber mal Gesundheit. So, was haben wir jetzt hier noch? Intelligenz und Ausdauer. Also hauen wir es bei ihm rein. So. Ja, shit. Jetzt fehlen uns tatsächlich diese Kämpfer hier. Das bringt mir nichts, Schei, und ich möchte jetzt eigentlich hier auch nicht meine ganzen Kristalle wieder rausschmeißen. Jetzt haben wir es gerade erst bekommen. Komm, wir überspringen jetzt mal die Meisterschaft. Hat jetzt natürlich unser paar Einbußen hier gekostet vom Geld her. So, das Attentat auf der Brücke. Jetzt warte mal, wir machen jetzt erstmal die Treuzeit. Und da, also wie gesagt, das hat ja vorhin eigentlich gut geklappt. Bringen wir unsere Zehner hier rein. Und dann, ja, ihr seht schon, da müssen wir die Gesundheit auch noch ein bisschen hoch haben bei ihm. So. Komm, mach was. Oh, schaffen wir es wieder nicht.
Das war doch vorhin besser. Das war vorhin wirklich besser. Ja, wie können wir den Troll besiegen? Unsere Einheiten sind ja der größte Scheiß. Ding da, ey. So, jetzt machen wir erstmal schnell das Attentat. My lord, what have you done? The person you cleared the way for is cruel and corrupt beyond measure. Local folk gather some goods for you. So long as you promise to keep them away from our lands. Ja, was hast du gemacht? Ihr wolltet doch, dass wir hier kämpfen. 6 Leute. Du wolltest es. So, da können wir auf jeden Fall sie mitnehmen. 10, 10. Ach, das Problem ist denen seine Gesundheit. Jetzt ein Ritter. Nehmen wir mal noch eine Bogenschützin mit. Ja, 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 sehr gut. Komm jetzt vor. Vorrücken, vorrücken. Ah ja, den haben wir ja schon weg hier. Alec, unsere beiden. Justice has been served. Many thanks to you, my lord. Ja. So, was nehmen wir jetzt da? Nehmen wir müssen wir Holz nehmen. So, also hier sind wir ja auch freundlich. Wir haben eine Hexe gefunden. Da haben wir beide verloren. Die Trollzeit geht langsam. Ja, da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, wie wir das am blödsten machen mit dieser. Warte mal, Gladiatorenmarkt. Für 217, was hat der? Oh ja, der hat auch 217. Er hält der 30% Bonus, aber er verliert pro Sekunde. Dann ist der aber trotzdem so teuer. So, kaufen wir mal den hier noch dazu. Ah, 770. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt haben wir kein Geld mehr für den. Den hätte ich schon gern. 227. Er holt sich 40% schneller. Während die Ausdauer des Gladiators über 50 liegt, erhält er einen Bonus von 30%. Aber wenn die Ausdauer unter 50 fällt, erleidet er einen Abzug von 25%. Ist da nicht irgendwas Interessantes für uns dabei? Das zum Beispiel. Nach dem Töten von mehr als 50 Gegnern verliert er. Von Verbrennung betroffen. Ja, und da fehlt uns halt leider die Hütte. Boah, wenn er alleine ist. So, nehmen wir den noch mit. Jetzt haben wir 3 Stück von denen. Warte mal, wir haben eine Hexe gefunden. Da werden wir das schnell machen. A witch has been discovered in the village. We could use your help capturing her, but be careful. She's very powerful. Jetzt warte mal, 124. Und da hatten wir das ja hier alleine. Wollen wir das mal probieren? Intelligenz. Jetzt bin ich mal gespannt. Das machen wir jetzt mal. So, wie viel Gesundheit hat der? 570. Wollen wir es probieren? Komm, wir probieren es jetzt. Na, könnte er schaffen. Ja, schafft er auch. Many thanks to you, my lord. We'll... von 30 Holz, 10 Eisen.
Einer versus einen. Okay, der hat schon Stufe 8 hier. Ich glaube, da könnten wir ihn nicht nehmen. Wir können es probieren, aber... Oh, leck. Ah ja, okay, mit 500 Gesundheit ist es natürlich blöd. Der macht zwei Schläge, braucht er dafür. Dieser blöde Treu, den haben wir noch. Was machen wir jetzt mit diesem Treu? Bräuchte man eigentlich auch ein bisschen was an der Gesundheit. Oh, warte mal. Erhöht Gesundheit um 1500 Punkte. Ja, das könnte man eigentlich für den Troll wirklich gebrauchen. Nehmen wir jetzt mal mit. So. Und das geben wir jetzt wirklich denen hier. Dann haben die ja so viel Gesundheit, damit die doch den Troll wirklich runterkriegen können. So. Das Problem ist natürlich, jetzt ist die Bogenschützin hier nicht dabei. Den brauchen wir. Und den. So. Jetzt probieren wir den Träumer. Aber ihr seht, wir bekommen da eigentlich gar nicht viel für den. Aber jetzt, wenn die doch doppelt so viel Gesundheit fast hätten, müssen sie den doch hinbekommen. So, wir werden jetzt mal ein bisschen verteilt hier. Warte mal, den haben wir es gegeben. Ist aber nicht der, wohin fliegt, oder? Doch. Ach so, vier. Warte mal, wir haben ja gar keinen. Probieren wir es mit denen vier Mann? Ja. Nein, fliegt er hin. Ja, doch, doch, doch. Den kriegen sie hin, den kriegen sie hin, den kriegen sie hin. So, haut ihn weg. Naja, der Trank ist super und ist eigentlich nicht mal so teuer. Was nehmen wir jetzt? Nehmen wir Stein, ja. So. Perfekt. Was? Hast du meinen Troll getötet? Nein, was ist jetzt schon wieder? Did you just kill my troll? Oh. Yes. Damn. Ich soll diese faulige Brücke verfallen lassen und dann völliger Schadenfreude zusehen, wie Bauern auf ihren schäbigen Flößen oder den Fluss paddeln. So, Ersatztroll. Ja, da müssen wir bestimmt einen kaufen, oder? Ja. Jetzt warte mal, wir könnten ja eigentlich hier so eine Meisterschaft spielen, dass wir wenigstens noch ein bisschen Geld bekommen. Das machen wir auch jetzt. So, und da könnte man ja eigentlich gleich die schwierigen nehmen. Vier Bogenschützen. Und unser Hundi. Oh, das ging schnell. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Wir können ja die anderen Meisterschaften auch spielen. Boah, wir dürfen aber gleich 7 kämpfen. Ja, okay, weil es am Anfang ist. Unsere Kämpfer sind ja eigentlich super. Jetzt müsste er aber gleich auf sie hier losgehen. Ja, da habe ich natürlich überhaupt nicht dran gedacht. Wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit so viel verschwendet immer.
Bin ich mal gespannt, was wir da an Geld bekommen. So, dann nehmen wir auch natürlich das. Dann kriegen wir natürlich auch mehrere Ressourcen. Aber so können wir unsere Kämpfer aufwerten lassen. So, dann mal und euch zwei. Ich finde es super, die gehen natürlich gleich auf die Fernkämpfer los. Und vor allem sind die sauschnell, die Kerle. So. Ja, wir nehmen, glaube ich, immer die Stärksten, damit wir gleich so viele Ressourcen wie möglich bekommen. So, du da, du da. Drei. Ah, es geht ruckzuck. Ja, da könnte man eigentlich das nächste Mal dann auch in die andere Arena gehen. So, machen wir das hier. Du gehst dahin. Du gehst dahin. Das Aufwerten können wir später machen. Oh. Den letzten, dann machen wir den hier. Dürfen wir wieder 6 nehmen. Brauchen wir gar nicht so lange rumtun. Perfekt, perfekt, perfekt. So, wir haben 6 Karten natürlich vom Besten. Boah, schaut euch mal das an. 25 Mana-Kristalle. So soll es sein. Jetzt können unsere Leute von mir aus dann drauf gehen. Da haben wir Punkte. Jetzt warte mal, da machen wir Bewegung lieber. Sie braucht die Bewegung ja nicht allzu sehr. So, haben wir jetzt noch irgendeinen zum Aufwerten? Ne, haben wir nicht. Ne, wir haben aber auf jeden Fall... Hier unten eine Meisterschaft. Also wie gesagt, das war jetzt ein Riesenfehler von mir. Warum haben wir nicht diese Meisterschaften schon immer gemacht? Ist halt so. Zweiter Mal Gegenstandsmarkt. Da werden wir natürlich was einkaufen. Gesundheit hört sich immer gut an. Stärke. Wenn der Scheiß noch nicht immer so alles so teuer wäre. Jetzt bräuchten wir halt mal einen Rabatt irgendwo. Da hätten wir ihn. Na, das wird er mit seinem Malus hier. Nö, nö. Das machen wir nicht. Wir könnten das 45 Holz aufwerten. Aufwerten. Also dann... Ja, warte mal, wir könnten ja eigentlich auch mal Holz kaufen. Was kostet das überhaupt? Oh, 225. Jetzt wollen wir mal blöd gesagt von diesen Mana-Kristallen mal nur 10 Stück verkaufen. Kriegen wir 400 dafür. Das machen wir jetzt auch mal. Was ist das hier? Mobilität. Wir nehmen jetzt mal schnell die Axt. Das andere Geld sparen wir uns mal. So, dann haben wir ja... Den hier. Das werden wir hier reinhauen. Gesundheit werden wir brauchen bei ihm. Das haben wir schon mitbekommen. Intelligenz. Schaut doch der eigentlich sehr gut aus. So, dann schauen wir mal hier. Wir haben 1 gegen 1, 3 gegen 3. Okay, ihn hetzen wir auf den. Den dahin. Achso, der ist verletzt.
den dahin. Ja, der ist so schnell. Das ist schon geil. Ja, jetzt werden wir uns aber dann trotzdem, glaube ich, erstmal ein bisschen hier an den normalen, also die Weltmeisterschaft, glaube ich, werde ich als nächstes machen. Wie gesagt, dass wir hier ein bisschen an Ressourcen kommen. Gladiatorenmarkt, was haben wir Schönes? Ja. Nicht wirklich was dabei. Gegenstandsmarkt. Eine Sekunde nach Kampfbeginn wird ein Kampfhund beschworen. Der Hund erhält je 5 Levels dieses Gladiators, ein Level. Oho, 650 haben wir nicht. Hey, das wäre ja cool. Ja, okay. Dann würde der, wenn wir ihm geben würden, 2 Level. Oh, was hat er für einen Schaden? Oh, das sehen wir zum ersten Mal hier. Oh, schade. Hätte ich gern mal gehabt. So, da ist Gegenstand. Oh, Gesundheit. 950 Punkte. Jetzt warte mal, da kommt Rabatt. Vielleicht ist es da sogar dabei. Ja. Mal noch so einen Trank hier. Sicher ist sicher. Aber der ist nicht im Angebot. Schade. Warte mal, das könnten wir... Das müssen wir eigentlich ihm geben. Das tun wir mal raus. So, jetzt hat er nämlich über 2000 Gesundheit. Sehr gut. Bewegungsgeschwindigkeit um 3 Punkte. Obwohl, der ist ja eigentlich eh schon schnell genug. Intelligenz könnte man geben. Oh, Leck, schaut hin, wenn er da alleine ist. Aber 900, das Geld haben wir natürlich nicht jetzt. Warte mal, jetzt machen wir schnell das hier noch. 1 gegen 1. Jetzt warte mal, das ist Stufe 8. Was macht der für den Schaden? 306. Der hat wenig Gesundheit hier, der Kerl. Der auch. Machen wir 9 gegen 8. So. Muss 330. Ja, 212 sind wir im Minus. Also, dann lassen wir das. Wir gehen dann erstmal hier in diesen Tempel rein. Dann nehmen wir. Ich glaube. Ja, da ist das Problem der hier. Jawohl, der macht nur 92 Schaden. Das ist ja gar nichts. 6 können wir aufstellen. Also die 2 nach vorne. Dann machen wir die gute Dame. Und so. Muss passen. Ja, perfekt. Keiner gestorben. Das ist mir ein bisschen zu krass hier. Dann glaube ich, die werden leichter. Wieder unsere Hündchen. Und den. Da und in... Die letzten 2 Folgen, glaube ich, haben wir beim zweiten Kampf schon 3 oder 4 Gladiatoren verloren. Jetzt
Klappen wir mal schnell hier auf. Gesundheit passt. Die Ausdauer. Und da mal die Intelligenz. Ausdauer, Intelligenz und Schaden. Boah, der ist schon Stufe 11 hier. Haben wir noch einen? Wie lange braucht die noch? Dauert noch ein bisschen. Hier haben wir Fernkämpfer. Die nerven mich hier mit ihren Beschwörungen. Warte mal. Die. Also die sind super, weil die so schnell sind. Warte mal, da hauen wir die mit rein. Die mag ich jetzt irgendwie. Alec, haben wir die verloren? Ja. Schade. Schade, schade, schade. 493 Schaden. Oder mal, die müssen wir zu den Fernkämpfern machen. Der hat eigentlich auch gut Gesundheit. Der auch. So, und da die. Jetzt fangen wir mal an. So, du gehst auf den. Du gehst auf den. Und die gute Dame, ja, die lässt jetzt mal die Fernkämpfer weg und soll auf den hier mitgehen. Boah, shit. Einen verloren. Ja, jetzt haben wir bis jetzt zwei Stück weg. Das geht... Oh, drei. Und da müssen wir die hier machen. Ja, aber die waren schon stark, Stufe 13. Solange wir jetzt hier unsere guten Männer nicht verlieren, geht's eigentlich. Jetzt warte mal, was hat er an Gesundheit? 1900, das passt. So, das, das, das. Die sind doch noch auf Fernkämpfer, oder? Ja. Und du da. Hey Kacke, jetzt haben wir ja schon wieder drei verloren. Jetzt wird's eng langsam. Wir müssten jetzt mal, gehen wir da rein. So, na da wäre natürlich die jetzt gut, wegen der Gruppe. Du gehst auf Fernkämpfer, auf sie. Aber wir haben unsere Starken wenigstens noch nicht verloren. Wenigstens was. 1400. Oh, 1070 nur. Jetzt warte mal, dann nehmen wir mal den dazu. Und du... Warte mal, Gesundheit. Intelligenz raus. Und Gesundheit geben wir ihn. Dann können wir den auch dazu nehmen. So, perfekt. Okay, jetzt brauchen wir noch einen Kampf. Dann haben wir die Meisterschaft hier durch. Könnte man eigentlich das hier nehmen. Du, wie gesagt, gehst auf Fernkämpfer. Die anderen gehen dahin. Okay, haben wir die Meisterschaft. Besser als gar nichts. Wow, genügend Geld. Unsere Mana-Kristalle, was wollen wir mehr? Und sau viel Gebrauchsgegenstände. Perfekt. Naja, okay, wir haben zwar jetzt einige verloren, aber... Das ist halt so. Jetzt machen wir mal schnell einer gegen mehrere, damit wir das schon mal durchhaben. 1, 2 und 1. Das ist ja nicht die Welt. 97 Schaden. Da könnte man eigentlich den hier nehmen. Jetzt setzen wir mal dahin.
Den müssen wir auf jeden Fall aufwerten. Der ist super. Also ich finde, das ist ein gelungenes Spiel geworden hier. So. Also jetzt hört man mal schnell den auf. Da müssen wir auf jeden Fall mal Gesundheit dem geben. Und dann können wir ja später irgendwas anderes mal bei denen aufwerten. Haben wir sonst noch einen zum Aufwerten? Nö. Gladiatorenmarkt, der wäre halt mal interessant, aber schaut hin, 900. Ja, wenn er alleine ist und dann erhält 40% Agilität beim Töten eines Gegners. 202. Na, das ist mir einfach jetzt erstmal wirklich zu teuer. Das möchte ich nicht. Da haben wir die Kolbenschwingerhütte. Ah, 90 Holz. Da müssen wir erstmal was einkaufen. Was brauchen wir da? 15 Holz. Was machen wir jetzt? Kaufen. So. Dann müssen wir wirklich mal jetzt unseren Platz hier erweitern, weil ihr seht, jetzt wird es langsam schon ein bisschen eng. Das haben wir alles soweit. Lassen wir mal schnell vorspulen. Oh, da ist Rabatt. Das Hauptattribut ist gleich ist um 25 erhöht, während roten Nebel und er regeneriert Ausdauer 100% schneller. 243 Schaden, kostet 600. Ist der im Angebot? Nee, ist er eben nicht. Aber wollen wir den mal mitnehmen? Oder wie gesagt, dann ist halt unser ganzes Geld wieder fast weg. Was haben die überhaupt? Gesundheit? Okay, die haben halt auch nicht so viel. Aber ich finde, die Abklingzeit dauert zu lang bei dem. Die Intelligenz würde das runterhauen. Da müsste man eigentlich... Okay, dann müssen wir das erhöhen bei ihm. Komm, wir nehmen den jetzt mal mit. Gegenstandsmarkt und müssen... Für die Intelligenz, da haben wir natürlich so nichts mehr, was wir kaufen könnten. Das wäre nicht schlecht. 390, jetzt wenn wir mal hier... 7 Stück verkaufen, haben wir immer noch 28. Wir wollen aber keinen Verbrauchsgegenstand. 12 und 6. Warte mal, was hatte ich jetzt? Oh, 15. Ja, das wäre sogar im Angebot. Nehmen wir das. Was hatte ich jetzt noch gesagt bei dem? Oh, da wäre unser Hund. Ja, aber dass der nicht ins Angebot kommt, schade. Na komm, dann müssen wir das noch nehmen. So, das hauen wir bei dem auf jeden Fall rein. Intelligenz, also die erstmal hier statt erhöht. Hier. Agilität passt eigentlich. Also hier brauchen wir Intelligenz, dass die Abklingzeit nicht mehr so hoch ist. Jetzt haben wir es eigentlich schon gut runtergebracht. Was macht er ohne das? 200? Oh ja, macht er eigentlich einen höllischen Bums? Passt. Während ist um 25 erhöht. Nee, also das schaut gut aus. Jetzt haben wir eigentlich erstmal Gladiatoren so gut. Schauen wir mal schnell hier rein. Viele versus einen. Blinder Kampf. Dann werden wir den auch gleich mal einsetzen. Den und sie. Den. Wie heißt der? Miguel? Ja. Und den. Boah, nur Fankämpfer.
Ey, nee, oder? Also da, glaube ich, bräuchte man noch ein bisschen was an der Gesundheit bei der. Wie viel Gesundheit hat denn die gute Dame? 770, das ist wenig. Nee. Also Gesundheit, müsste man noch was kaufen. Okay, wir haben ja momentan eh kein Geld mehr. Das wäre ganz wichtig, weil die stirbt ein bisschen zu schnell. Oh, jetzt kommen wir wieder gescheit ins Minus. So. Jetzt warte mal, den lassen wir schnell aufwerten. Blöd ist mit seinem Hinfallen. Das wäre so ein guter Kämpfer. Dann machen wir mal die Ausdauer. Und 2 Punkte zur Bewegung. So. Wir werden trotzdem nochmal hier in den Tempel reingehen. Jetzt warte mal. Boah, ne, da brauchen wir gar nicht erst anfangen, bis wir hier erstmal wieder ins Plus reinkommen. Jetzt warte mal, wir könnten aber erstmal schnell das hier spielen, dass wir das durch hätten. Viele gegen einen. Boah, 42. Also, alles Fernkämpfer. Wir müssen noch da ordentlich treffen. Und den. Ja, sehr gut. Boah, alle über 800 XP bekommen. Aber nicht viel Geld. Boah, kommen wir überhaupt nicht runter. Also, jetzt lassen wir die schnell nur aufwerten, bevor wir hier in die Meisterschaft reingehen. Die Ausdauer. Den haben wir noch. Sie, also sie braucht Gesundheit. Da werden wir jetzt alle 5 Punkte in die Gesundheit reinhauen. Die hat auch nicht so viel Gesundheit. Auch alles in die Gesundheit. Und hier alles Fernkämpfer. Wir wollen es aber nicht übertreiben. Wir machen das hier. So, ihr geht auf den Fernkämpfer. Oder warte mal, das lassen wir jetzt nur ihm hier machen. 5, 6, du Fernkämpfer und auf den. Und, wie schaut's aus? Haben wir einen verloren? 1, 2, 3, 5, 6. Nein, wir haben keinen verloren. Ich glaube, das wäre doch eigentlich machbar. Die Fernkämpfer ausschalten und dann auf die... Was machen die für einen Schaden? Ja, 40 Schaden, schaut euch das an. Das ist doch eigentlich gar nichts. So. Und du da. Sie. Und ihn hat, wir dürfen ja noch einen nehmen. Das ist eher wieder mit dem Hinfallen, werden wir aber probieren. Ah, oh, oh, und? Lass sie nicht schießen. Ja, sehr gut. So, da ist, glaube ich, jetzt gleich... Oh, die hat Stufe 16. 446 Schaden. Jetzt warte mal, den... Ja, jetzt könnte man aber eigentlich trotzdem mal sagen, wir nehmen mal was Leichteres. Und da wäre natürlich unser Hund gut. Ha, wie er tanzt hier. Perfekt. Der hat Levelaufstieg. Warte mal, dem geben wir Gesundheit. Haben wir dann sonst noch einen? Ne. Ja, wir haben bis jetzt noch keinen verloren. So, jetzt könnten wir die hier nehmen. Der 15er hier. Lassen wir hier mal ein bisschen zubeißen.
11. Ja, passt. Auch wenn er 15 ist, wir sind unschlagbar. Und wir haben keinen verloren, also läuft eigentlich sehr gut. Da haben wir die Ritter. Könnte man eigentlich probieren. Da, die können ja wie gesagt wieder auf den Fernkämpfer gehen. Volle Kanone hier. Was passiert denn, wenn wir jetzt hier auf Start auf Kampf drücken würden? Wird da wirklich nur einer gehen oder kommt da noch meine Warnung? So, das, sie. Zwei Stück dürfen wir noch. Den hauen wir mal Gesundheit rein, dass der auch mal kann. Okay, sind wir jetzt im letzten Kampf? Ne, 6 von 7. 12 Ritter, 6 Mann, also 2 mehr. Das machen wir. So. Du. Die auf die Fernkämpfer. Ist das eingestellt? Du gehst auf den und du gehst auf den. Jetzt warte mal. Und die soll ja auf die normalen Kämpfer hier drauf gehen. Perfekt. Also ihr seht schon. Je stärker unsere Leute werden, desto einfacher werden diese Arenen für uns. Dann machen wir auch jetzt erstmal Gesundheit. Ich glaube, wichtig erstmal Gesundheit für unsere schwachen Einheiten. Und da haben wir nur Fernkämpfer. Passt. Da drauf. Werden wir aber vielleicht jetzt die hier verlieren. Du. Was hat der jetzt für Gesundheit? Eigentlich auch sehr gut. Wie gesagt, jetzt erstmal schnell unsere schwachen Einheiten hier ein bisschen rein. Sehr schnell. Perfekt. Was haben wir bekommen? 1, 1, 5. Also von den... Ja, müssen wir öfters das so machen. Sau viel Gold. Verursacht 60% erhöhten Schaden, aber er leidet auf 50 Schaden nach aller Art von Angriffen. Achso, warte mal, einsammeln. Aber sau viel Geld bekommen, das passt. So, okay. Sie können wir aufwerten. Schaden. Jetzt machen wir hier erstmal Gesundheit. Die verursacht 60% erhöhten Schaden. Das könnte man eigentlich der hier geben. So. Warte mal, Erfahrungsgewinn ist für eine Schlacht um 50% erhöht. Das machen wir. Die soll so schnell wie möglich hier aufleveln. Könnte man eigentlich bei dem hier auch geben. Gladiatorenmarkt, haben wir irgendwas Gutes dabei? Tempel des Lichts, genau, das war ja sie mit der Heilung. Könnte man eigentlich kaufen hier. Da ist aber noch so viel Platz, ich denke mal, da werden noch einiges an Gebäude kommen. Beim Full Release, so, also müssen wir, da haben wir sie doch. Oh, Stärke 1. Kann die nur, ach, die heilt nur. Die kann nur heilen, die gute Frau. So, die heilt 264 Gesundheit. Wenn mir der jetzt die Stärke, das probieren wir jetzt mal. Ach, das kann man ihr gar nicht geben. Na, so wie es ausschaut, kann man ihr die Stärke gar nicht erhöhen. Das bleibt so. Ja, wir können der überhaupt keinen Trank geben. Wieso können wir ihr... Ach! Weil wir sie noch gar nicht gekauft haben, sorry. Jetzt, ja. Jetzt warte mal. Das macht ja nichts aus.
Das ist nur die Ablenkzeit. Was haben wir hier? So, jetzt wird sie 480 Schaden. Okay, also dann müssen wir die Intelligenz bei ihr auf jeden Fall erhöhen und irgendwas für die Gesundheit werden wir hier brauchen. Dann müssen wir ihr diese Dinger hier... warte mal, haben wir noch 444 und Gesundheit. Die bräuchte dann eher sowas. Stärke wäre jetzt erstmal unwichtig bei ihr. Ich will diesen Hund haben. Ja doch, wir müssten, glaube ich, das hier holen für sie. Aber die Heilung hört sich auf jeden Fall sehr gut an. So, 588 heilt die. Kann eigentlich nicht besser werden für uns. Und dann werden wir ihr das hier geben für die Erfahrung. Damit wir die so schnell wie möglich in der Gesundheit hier hochleveln. Jo, werden wir probieren in der nächsten Folge. Bin ich gespannt. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's es gut. Tschüss. We'll be right back.